Ich habe nämlich jetzt wunderbare Gäste, und das sind so viele, die haben so viel erlebt. Das ist der absolute Wahnsinn, meine Damen und Herren. Vor 2 Jahren, da waren sie zuletzt mit ihrem großen Talent, super cute gucken, hier bei Late Night Berlin. Und damals, da gab es einen Riesenhype in Deutschland. Heute gibt es diesen Riesenhype auf der ganzen Welt. Cute gucken made in Germany. Ja? Jetzt wurde ein weiteres Talentmodul an die Q-Transformer ranmontiert. Sie singen jetzt nämlich, ja? So klingt die erste Single der Elevator Boys, Runaway. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Dass ihr Kinder, dass ihr die Zeit noch findet, mich noch mal hier zu besuchen. Darüber freue ich mich, ihr habt ja so viel zu tun. Das ist 2 Jahre her, dass ihr das letzte Mal hier wart. Ja. Ja, wirklich, 2 Jahre schon. Fast genau 2, glaube ich. Groß seid ihr geworden. Danke. Und überall auf der ganzen Welt unterwegs. Und jetzt muss ich eine Sache sagen, ihr habt das letzte Mal hier wart, haben wir dann noch drüber gesprochen, und jetzt singt ihr. Ja, tatsächlich. Ja. Und ich muss wirklich, ich habe wirklich gesagt, als ich es das erste Mal gehört habe, jetzt habe ich einen Song gehört, wunderschön, alles wunderbar. Aber ich möchte euch nicht vorenthalten, was mein erster Gedanke war. Mein erster Gedanke war, um Gottes Willen, warum machen sie das? Die hatten das schönste Leben der Welt. Sie haben es irgendwie geschafft, eine Band zu sein, ohne die lästigen Auftritte. Ihr wart eine Band, ihr hattet alles, was eine Band will. Und jetzt müsst ihr tatsächlich was machen. Jetzt müsst ihr singen. Auf einmal habt ihr euch selber völlig unnötig Arbeit gemacht. Ja. Warum? Ja, wurde dann doch ein bisschen einseitig, ne? Irgendwann. Ja. Und also wir haben halt tatsächlich auch einfach wirklich viel Spaß dran, hatten wir auch davor schon, und irgendwann, also bei uns war so gar nicht wirklich die Möglichkeit im Kopf, das wirklich richtig zu machen. Ja. Und dann haben wir uns aber irgendwann überlegt, so, warum eigentlich nicht? Ja. Also wie du schon gesagt hast, wir hatten ja irgendwie schon alles gemacht, was das ist irgendwie so witzig, ne? So ganz andersrum, ne? Ja. Ja. Und dann haben wir uns gedacht, ja gut, probieren wir es mal aus, haben es dann im Studio probiert, hat sehr viel Spaß gemacht und haben dann jetzt 1 Jahr lang in Musik gearbeitet und versucht zu verbessern und dann irgendwann den Song gedroppt jetzt vor kurzem. Ja, wie ist das so, wenn auf einmal da so ein Job da reinkommt, was macht das mit der Dynamik der Elevator Boys? Es ist schon wie eine völlig neue Industrie einfach und schon uns in ungewagte Gewässer wieder begeben. Es macht uns einfach so viel Spaß und wir haben wirklich einen langen Prozess eben durchlebt, bis wir uns dann getraut haben. Ja, erzähl mal, wie war der Prozess? Es fing an in L.A. in Studios, dort haben wir angefangen, dann 3 Songs gemacht in 4 Tagen. Und in diesen 3 Tagen haben wir uns dann im Uber entschieden, ey Jungs, das macht uns so viel Spaß, wir hatten alle Feuer in den Augen. Und haben uns dann entschieden, okay, wir ziehen das durch. Und das ist jetzt 1 Jahr her und dann haben wir so 20, 30 Songs circa gemacht. Und haben uns jetzt entschieden, den erst zu releasen, und bald kommt ein neuer. Wie war das? Warum wart ihr im Wembley Stadium vor 80.000 Leuten? Ja, also eigentlich, wir waren eingeladen als Co-Presenter, um einen Artist zu announcen, der auf die Bühne kommt. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, passt doch, im Sommer kommt auch unsere Musik, lass uns doch einen kleinen Auftritt machen. Und dann waren wir in London im Wembley Stadium vor 80.000 Leuten und haben das allererste Mal quasi mit einer Weltpremiere unseren Song gezeigt. 40 Sekunden, ein kleines Snippet. Da gibt es auch Bilder, wie wir danach wirklich zusammen uns in den Arm gelegen haben, Backstage danach, unsere Familien angerufen haben, wie wir alle geweint haben. Wirklich, also es war ein hochemotionaler Moment in unserem Leben. Und schön, dass du sagst, also der Tiger ist vorbereitet. Ja. Wir haben uns ja gedacht, nach dem Bild, was wir letztes Jahr geschenkt haben, können wir nicht wieder ohne, nicht mit leeren Händen kommen. Ja, das finde ich gut. Ach ja, und das ist tatsächlich ein Shirt, was wir Merchandising, danke. Hey. Dankeschön. Ach, das ist aber toll. Ja, gerne. Ah, das ist sehr schön. Das freut mich. Das ist auch meine Größe. Auf der Rückseite steht. XL, naja. So, bitte? Genau, who the fuck are the Elevator Boys? Naja, die Frage wäre hier und da beantwortet, ne? Und jetzt mittlerweile weiß man ja auch, also das ist ja, glaube ich, immer schwierig zu erklären. Jetzt, ich meine es nicht so, aber es ist ja schwierig zu erklären gewesen, auch für mich hier in der letzten Sendung, was die eigentlich macht, ne? Ja. So, und jetzt
singt ihr ja. Das ist viel einfacher. Die ältere Generation hat damit immer ein paar Probleme gehabt. Ja, ja, genau, dass man immer sagt, ja, die gucken da irgendwie so, ne? Ja. 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 Aber ich finde es so gut, erstmal habt ihr euch zu fünf gefunden, habt gemerkt, wir sind alle cute, schon mal sehr gut. Und jetzt habt ihr auch noch festgestellt, wir können alle singen. Das ist ja perfekt gelaufen. Ja. Das war aber auch ein Prozess. Ja, wir haben tatsächlich alle auch musikalische Backgrounds, so Instrumente gespielt, musisch Gymnasium und so weiter. Ja. Und so kam es dann auch zu der Inspiration, dass wir sagen, ey, wir machen das. Und wie Louis schon gesagt hat, seit über einem Jahr sind wir uns dabei, haben schon 30 Demos. Und aber Leute, da bin ich böse mit euch. Wenn ihr jetzt noch Instrumente lernt, dann werde ich... ihr sollt immer so ein bisschen, sollt ihr auch für, ne, weil ihr seid ja eine Projektionsfläche für alle Menschen, die euch gut finden, auch für mich. Und wenn ich sehe, was ihr für Leben führt, ist das beneidenswert. Ihr seid überall auf der Welt, trefft die coolsten Leute, seid auf irgendwelchen Events, seid irgendwie so mittendrin und so weiter. Wenn ihr jetzt anfangt, da so einen Stress reinzubringen mit, jetzt wollen wir Instrumente lernen und jetzt machen wir so eine Arbeit, dann, das ist ja auch ein bisschen, dann, es fehlt mir dann auch in meiner Projektion. Dann sehe ich, oh, jetzt haben die Stress. Und so, ne? Wir suchen noch jemanden an der Panflöte. Ja, gucke ich mal, ob ich da Zeit habe, ja. So, sag mal, es gibt ja gewisse Boyband-Klischees gibt es ja eigentlich, ne, die dann irgendwann passieren. Ne? Ich habe mal so ein bisschen geguckt, was da so passiert. Da könnt ihr mal sagen, wenn man so andere Boybands sich der letzten 20 Jahre mal anguckt, ja, müsst ihr mal sagen, wer ist wer in diesem Ding hier. Ne? Wer hat zum Beispiel demnächst mal eine turbulente Beziehung mit einem Supermodel? Okay. Ja, drei drauf zeigen. Ja, wer hätte eine turbulente Beziehung mit einem Supermodel? Wer würde es sein ungefähr? 2, 1, Tim. Okay, sehr gut. Sehr eindeutig. Wer schult um zum Schauspieler? Oh. Muss ja auch einer sein aus der Boyband? 3, 2, 1, Benne. Sehr gut. Wer verprügelt aufdringliche Paparazzis? 3, 2, 1. Sehr gut. Ja, das ist eine Menge raus, oder? Ja, finde ich gut. Wer wird von den anderen Mitgliedern aus der Gruppe geworfen? Wegen untragbar. Das können wir nicht entscheiden. Das passiert nicht. Das passiert nicht. Bei allen, aber bei uns nicht. Wer ist der Marc Terenzi aus Team 5? So, ja, wir müssen ja gucken, weil es sind alles Dinge, die passiert sind. Wem schmeckt der Alkohol ein bisschen zu lecker? Oh. Nein, ja, los. Aber hier, gut, ja. Aber ich mache auch viel Sport. Ja. Ja? Ja, schmeckt uns allen dann ganz gut. Ach so, und dann geht das. Wenn man super viel Sport macht, ist das egal? Dann schwitzt man das direkt wieder raus. Ah ja, okay. Zeig mal. Gut, ja, dann haben wir das auch. Wir gucken mal, was da alles noch passiert. Ihr habt eine Menge gemacht. Ihr habt Brad Pitt getroffen. Ihr wart auf der ganzen Welt. Ihr wart auf international Events eingeladen, ihr habt euch mit Timbaland auf dem Kaffee getroffen, all sowas, ja, aber was ihr auch gemacht habt, ihr habt den Härtetest hier in Deutschland hinter euch gebracht, wie der ausgegangen ist, wird man dann noch sehen, aber ihr habt mitgemacht beim Duell um die Welt. Mhm. Ja. Das trauen sich nicht alle. Ja. Und Fun Fact, und zwar habt ihr etwas gemacht, und zwar habt ihr etwas gemacht, das nennt sich Human Centipede. Nein, ihr habt was ganz anderes. Ihr wart in einem Auto und das Ganze wurde nur gehalten von einem Telefonbuch, so viel kann man sagen. Von zwei. Erzählt mal, was war da genau los, ohne zu viel zu verraten? Wir mussten über einem Staudamm hängen, in einem Auto, alle zu fünft, an zwei Telefonbüchern, die ineinander gekeilt waren. Oh. Gefaltet. Ja, ja. Die sind so, genau, so miteinander, also die Seiten an sich, ne, das ist... Durch die Zugkraft hält es dann quasi. Hält das oder hält das nicht? Das ist die große Frage. Wir sehen mal einen kleinen Ausschnitt aus dem wissenschaftlichen Test, ob sowas halten kann. Oh Gott. Und einsteigen. Ja, und dann ging's los. Das Auto langsam angehoben. Ah, oh mein Gott! Es hat einen unfassbaren Druck auf der Brust auf einmal gegeben, wegen diesem Anschnallgurt, der die ganze Zeit hier in das Fleisch geschnitten hat. Oh, was geht hier? Ah. Das Auto ist so nach vorne gekippt. Ah. Wow. Wow. Und wir haben gedacht, fuck, das war ein Riesenschockmoment. Alter! Dann kam schon einer der schlimmsten Momente, und zwar der, wo man mit dem Auto über diese Kante gehoben wurde und man einfach nur nach vorne in die Tiefe geguckt hat durch diese Windschutzscheibe. Oh! Wow, wow, wow. Oh, nein. Jungs! Ah, du Scheiße! Alter. Alle Faktoren, die da reingespielt haben, waren einfach nur angsteinflößend und absolut gruselig. Ach du
Scheiße! Alles hat geknackt und geknarzt in diesem Auto. Auf einmal hat es angefangen zu winden. Dieses Auto hat so richtig rumgeschwungen. Alter, wir drehen uns voll. Alter, wir drehen uns. Alter, wir drehen uns. Das hat uns wirklich körperlich und psychisch so fertig gemacht. Also da, es ist hart, ich kann mich da ein bisschen hineindenken. Ja, einen Karriereabsturz stellt man sich anders vor, ne? Ja. Aber am Samstag können wir anschauen, wie es ausgegangen ist. Sie leben ja noch, sind ja hier. Wollte gerade sagen, ne, das sieht man jetzt schon, dass sie noch leben. Man sieht das, das ist so ein bisschen so ein kleiner ja, Spoiler, sie leben noch. Wer weiß, aber, ob die noch Beine haben, die da hinten sitzen. Ja, das werden wir dann sehen. Und zwar am Samstag um 20.15 Uhr hier natürlich auf Pro7 gibt es das Duell um die Welt, eine neue Ausgabe. Also schaut mal rein, unter anderem mit den Elevator Boys.